Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Team Rocket Edition, der dritten Folge schon. Heute werden wir der netten Dame hier eine Lektion erteilen, da sie sich nicht mehr an die Regeln von Team Rocket halten will, obwohl wir ihr geholfen haben. Und das kann so natürlich nicht bleiben. Deswegen gucken wir mal. Ich habe jetzt Pokémon gelevelt. Ich hoffe also, es läuft etwas besser. Hier, der, mein äußerst kompetentes Visor ist auf Level 8. Oha. Okay. Mein äußerst kompetentes Visor ist down. Traurige Geschichte. Ich habe übrigens neues Pokémon gefangen, das ich gesehen habe. Immer noch kein Vulpix, aber hier eine Ente. Auch nicht schlecht. Gegen eine Ente kann man nichts sagen. Ist ein feines Pokémon. Was ist wohl stärker? Ah. Ja, du kannst auch einfach nicht treffen. Weißt du, das wäre auch voll okay. So, aber ich habe vor allem hier Hip-Hop gelevelt. Das schien mir nämlich kompetent zu sein gegen Vati. Es hat jetzt auch Attacken. Es kann nicht mehr Platscher. Das ist jetzt keine so gute Attacke, aber wird schon. Ah, sehr schön. Dass das schon Donnerschock kann, ist so unfair. Es gibt sein Bestes. Hip-Hop gibt sein Bestes. Nein! Das war einfach nicht gerecht. Es war so fein, das hätte diesen Kampf gewinnen müssen. Böses Vati. Voltilam, fast. Ist er nicht sein Ernst? Okay. Nein, ich kann nicht gegen sie kämpfen. Nein, nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das kann nicht sein. Sie kann nicht Felino haben. Das ist nicht okay von ihr. Sie kann nicht mir hier ein Felino vorsetzen. Also ich habe es auch noch gewonnen-hittet. Das tut mir so leid, Felino. Das hast du nicht verdient. Ich denke, ich sollte ihr Felino klauen. Wenn ich gleich ein Pokémon klauen darf, klaue ich ihr Felino. Ein High-Class-Pokémon. Sie hat Felino als High-Class-Pokémon bezeichnet. Das ist die einzig richtige Bezeichnung für ein Felino. Das ist nicht wahr. Das kannst du nicht machen. Game over. Sie haben es echt verkackt, als sie dachten, sie wären die cleverste und uns betrogen haben. Nun, wirst du, da werden sie dafür bezahlen. In der verlorenen Höhle werden sie sicher reflektieren können. Gib mir das Felino. Ihr könnt stolz auf euch sein, Leute. Das war wirklich eine ernste Angelegenheit und ihr habt einen guten Job gemacht. Archer ist im Warenhaus und wartet, um euch alles zu geben. Los geht's, Konsul. Ist das Felino? Ich fürchte, irgendwie ist es Vati, aber ich hätte gern Felino. Bis später. Lass es Felino sein! Nein! Oh, den wollte ich vorher. Den wollte ich in der letzten Folge. Wild, dass ich ihn wirklich bekommen habe. Ich wollte ein Felino. Ich hätte lieber ein Felino als ein XP-Teiler. Jetzt bin ich traurig. Okay. Das ist, wenn man sich zu viel Hoffnung macht. Da kann man nur enttäuscht werden. Kann man. Das kann nur Enttäuschung warten auf einen. Wenn man hofft, dann kriegt man nur Enttäuschung. Okay. Was will denn die Krake hier vorne? Du gehörst nicht nach vorne. Du bist nur da, weil ich dachte, das wäre sinnvoll aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Der Typ hat so viel geredet, da vorne am Strand, dass das so gut passen würde wie ein Team Rocket. Deswegen habe ich es mitgenommen. Aber ich wollte das gar nicht. Eigentlich hat er mich gezwungen. So. Das Team ist ready. Wir können zurückgehen. Na dann. Oh. Shiny. Ich glaube, das ist nicht das richtige Spiel für Shinies. Hier, ganz normale Shiny-Rate, nicht so wie in Desolation, wo es eine höhere Shiny-Rate gibt. Auch wenn ich da jetzt inzwischen auch keine Shinies mehr wirklich fange. Am Anfang gab es da ganz viele Shinies und jetzt auch nicht mehr. Also glaube ich nicht, dass ich hier viel mehr kriege. Ach, ich muss ja sprinten. So. Kriege ich jetzt Felino? Oh, falscher Typ. Okay, oh, was? Wie viel Geld ist das? Ihr seid zurückgekommen. Wie ihr aus der Eröffnungsrede wisst, glauben wir in Team Rocket daran, gutes Verhalten zu belohnen.
Wir wertschätzen das, was am Ende passiert ist, das Ergebnis. Und da es ein positives hier war, bekommt ihr eine Belohnung. Yay! Das ist aber viel Geld. Ich bin reich. Damit werdet ihr in der Lage sein, gewisse Dinge für eure Pokémon zu kaufen und euer Team besser zu machen. Ich hoffe, ihr leistet euch nicht zu viel unnötiges Zeug. Mehr Geld zu haben, sorgt dafür, dass man eine größere Wahl hat. Aber es ist nicht hilfreich, wenn es nicht richtig genutzt wird und ihr nicht das ausschöpft, was ihr damit erreichen könnt. Da ich das gesagt habe, habt ihr eure Mission erledigt. Aber nicht optimal. Ihr kann ich nicht so viel, war ja stur. Es ist wichtig für euch zu verstehen, dass wir als geeinigte Einheit auftreten. Das stärkt uns. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist eine Demonstration von Intelligenz und dem Erkennen, dass Zusammenarbeit der Schlüssel ist. Keine große Organisation ist durch Individuen entstanden. Ich dachte, ich war klar, als ich gesagt habe, dass ihr beide zusammen mit dem Konsul reden sollt und euch gegenseitig unterstützt, wenn es falsch läuft. Was ist los mit dir, Andra? Warum hast du nicht auf Miri gewartet? Ja, richtig, Andra. Ich glaubte, mein Können wäre gut genug für diese Herausforderung, Mr. Archer. Ich hatte nicht erwartet, gegen einen Voltilamp zu kämpfen. Ja, als wäre das Knackrack oder so. Und sein Donnerschock. Ich lag falsch. Du hast Courage gezeigt und Initiative, als du allein reingegangen bist und deinen Fehler zugegeben. Fürs Erste ist das genug. Aber es soll ein Exempel für dich sein und eine Erfahrung. Da ich das jetzt gesagt habe, werdet ihr sofort nach Kanto aufbrechen. Wir brauchen mehr Personal an unserem Hauptcenter. Ein Schiff im Hafen wartet auf euch. Ich möchte diese Insel nicht verlassen, ohne dass ihr... Ich möchte nicht, dass ihr die Insel verlasst, ohne dass ihr eine Erinnerung daran habt. Ihr kommt vielleicht eines Tages zurück, aber jetzt nehmt erstmal das. Togepi. Felino. Ich hoffe, es ist ein Felino. Wie wahrscheinlich ist es, dass da ein Felino drin ist? Sagt es mir nicht, ich will es nicht wissen. Ich denke, es wird ein Felino. Ich werde es niemals ausbrüten, da kann ich mich für immer drüber freuen. Pokémon mit wertvollen Johto. Eier mit wertvollen Johto-Pokémon. Felino? Die Seltenen in dieser Region sind. Ist es Felino? Ich denke, es ist Felino. Felino gab schon in Johto. Mhm. Definitiv. Es gibt nichts weiter. Es ist ein Togepi, oder? Geht jetzt zum Hafen so schnell wie möglich. In Kanto werdet ihr neue Informationen zu euren neuen Missionen erhalten. Ja, Sir. Okay. Sieht das aus wie ein ganz normales Ei? Oh, mein Team ist einfach schon voll. Oh, er hätte es ja schon mal im Voraus ausbrüten können. Ist ein bisschen vorlaufen für mich, dass ich das nicht mehr selber machen muss. Wisst ihr? Das wäre nett gewesen. Na dann, gehen wir endlich nach Kanto. Togepi. 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 Taubsee. Ich meine, es fängt auch mit T an. Und ein I hat es auch im Namen. Also kann man das schon mal verwechseln. Das Fiese ist ja, ich komme hier niemals ran. Wenn es so lange dauert, bis wir wieder hier sind. Komm schon, wir warten alle auf dich. Das waren zwei Leute. Einer muss der Letzte sein. Da kannst du nicht sagen, alle warten auf dich. So lange war das gar nicht. Ich habe gar nicht so lange gebraucht. Das ist gar nicht wahr. Ich hoffe, es ist Felino. Ich meine, Johto-Pokémon, Ei, Felino. Du bist bestimmt Felino. Vor allem, nachdem der Typ gesagt hat, es ist ein Togepi in dem Ei und er gibt uns das niemals, ist es bestimmt Felino. Du bist endlich hier. Ich habe mich noch gar nicht entschuldigt für das, was ich getan habe. Ich dachte, wir würden versuchen, uns gegenseitig zu überbieten, aber Archer hat mir eine Lektion erteilt. Ich verstehe es jetzt. Teamwork ist das Wichtigste. Aber hey, das bedeutet nicht, dass ich immer noch mein eigenes Ding machen kann und versuchen kann, das Team zu stärken. Nächstes Mal
wenn wir besiegt werden, dann werde ich all deine Pokémon nehmen. Okay. Sympathisch. Ich bin nicht nur hier, um irgendein random Rocket-Rüpel zu sein, weißt du? Können wir jetzt aufhören zu reden? Wir gehen nach Kanto. Los geht's, Miri. Wir sehen uns in Kanto. Wir gehen aufs gleiche Schiff. Aha. 9800 Pucke? Das ist Scam. Vor einem Monat hat es noch 7000 gekostet. Das nennt sich Inflation, mein lieber Freund. Und vor einem Jahr 3000. Nun, ich bin nicht derjenige, der die Preise macht. Die über uns haben dafür gesorgt, dass es teuer sein muss, Pokémon EVs zu manipulieren. Teuer? Niemand wird Protein oder Calcium bei diesem Preis kaufen. Ja, fühle ich. Fühle ich. Deswegen habe ich das auch nie gekauft. Viel zu teuer. Die Leute werden so zurückgehalten von denen, die sie nur finden. Das sind die Preise, die die Pokémon-Liga vorgeschlagen hat. Und wir folgen nur den Anordnungen. Wie soll ich denn meinen Magnetilos-Spezialangriff erhöhen? Das macht gar keinen Sinn. Oh, Professor Eich, bestimmt auch wieder der Böse. Buh. Ha, genau das Gegenteil. Es macht alles Sinn. Hier in der Region. Ach, so dumm. Er könnte einfach in den Pokémon-Turm gehen und da sein Magneton leveln. Nun, nicht jeder ist so clever wie du, Daisy. Die zuverlässigen Informationen gibt es heutzutage nicht mehr häufig. Es gibt Leute, die weiterhin glauben, dass es nur 150 Pokémon gibt. Wenn sie nur wüssten, wie groß die Welt ist. Es ist nicht überraschend, dass niemand mehr zur Pokémon-Liga gegangen ist in den letzten paar Jahren. Denkst du, die zwei haben eine Chance? Nun, sie haben gerade ihre Reise erst begonnen. Es ist zu früh, um irgendwas vorherzusagen. Aber das Potenzial, das sie haben, ist sehr vielversprechend. Vor allem... Hallo? Mr. Siegfried. Okay, klar. Sie rufen mich aus dem Pokémon-Liga-Hauptquartier an. Der Shopping-Trip ist vorbei, Daisy. Ist okay. Wir haben 50 Vitamine für jeden der 6 Stats. Gut genug für diese Woche. Oha, buh. Wie viel Geld haben sie? Oh, wir sind ganz normal angekommen. Guten Tag. Ihr Rockets werdet bald das Privileg verlieren, Schiffe zu benutzen. Oha. Bald kommen wir nicht mehr zurück nach Hause. Dumme Frage, aber hat mir einer gesagt, wo ich hin muss? Ich wollte auch gar nicht... Ich wollte mit dir reden. Vielleicht gibst du mir Informationen. Okay, er redet genau die gleichen Sachen. Okay. Ich glaube nicht, dass ich einen Fanclub... Muss ich denn in die Dicta-Höhle? Hallo? Ich bin so verwirrt. Diese arroganten Leute vom Fanclub hören nicht auf, sich über mein Projekt lustig zu machen. Denken, sie sind cool. Nur weil sie selten Pokémon haben. Wenn ich ein Pokémon außer meinem Macholo hätte, dann würde ich ihnen eine Lektion erteilen. Ich erteile ihnen eine Lektion. Für sein blödes Reden über seinen Galopper. Du hast nicht genug Erfahrung, um gegen den Chairman anzutreten. Komm zurück, wenn du stärker bist. Okay. Das ist mein neues Ziel. Den Typ, der immer über seinen Galopper redet, fertig zu machen. Warum sollte ich mein Team heimgehen? Spiel? Spiel, was hat dies zu bedeuten? Spiel? Was willst du bis... Oh! Sei vorsichtig, Kind. Ich hoffe, du respektierst einen friedlichen Ort, wenn du nicht in Ärger geraten willst. Ich habe dich gewarnt. Ich wollte nur bei Pokémon heimgehen. Ja, ist der einzige Ärger, den ich bisher in der Stadt gesehen habe, ehrlich gesagt. So... Vielen Dank, Schwester Troy. Dankeschön. So nett. Hallo. Ich will auch keine Geschenke. Ja. Oh, können hier Pokémon down gehen? Wollten Sie mir das sagen? Okay. Er sagt nichts Wichtiges.
Dann gehe ich erst gar nicht in den Fanclub. Ich will nicht, dass sie mich kennen. Ich will, dass eine Überraschung ist. Was? Der Schmutz liegt an mir? Was habe ich gemacht? Ich bin vor 5 Sekunden aus dem Schiff gestiegen. Das sind die schlimmsten Kanto-Pokémon. Okay. Oh, meine Freunde. Nach allem, was ihr in der Region gesagt habt, hast du immer noch den Zynismus, um hier rumzulaufen? Ich habe gar nichts gemacht. Die Leute hier sind alle so weit. Ich habe gar nichts gemacht. Zubat erteilt ihnen eine Lektion. Na, ich habe Hip-Hop vorne, okay. Hip-Hop erteilt ihnen eine Lektion. Okay. Oder auch nicht. Fee-Gewinde. Das sind nicht Feenwinde, das sind Fee-Gewinde. Weil sie sehr kompetent sind. Wow, was war denn das für ein Ruckzuck-Hieb? Okay, Freundchen. Zubat muss den Lektion erteilen. Ich würde sagen, das Ei werde ich dann zwischen den nächsten 2 Folgen ausbrüten. Und dann gucken wir, was drin ist. Ich hoffe, es ist Felino. Ich krieg Togepi. Wobei, Togepi wäre auch cool. Stell dir vor, so Team Rocket mit einem Togepi. Das wäre schon ein wilder Kontrast. Das wäre schon cool irgendwie. Ja, ich habe dich besiegt. Richtig, Freundchen. Direkt die nächste. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Hat mir das einer gesagt und ich habe es nur ignoriert? Ich bin verwirrt. Ich gehe einfach nur. Vielleicht fange ich ein Smetbo hier in der Wiese. Ernsthaft? Ein KP-Flug bei einem Taubsi? Ist das ihr Ernst? Von all den Pokémon. Noch ein Taubsi. Ehrlich. Mehr Taubsi ist nicht besseres Taubsi. Ihr Team sieht aus wie das Team, als ich 6 Jahre alt war und gegen den ersten Arena-Leiter kämpfen wollte und mein anderes Pokémon nur ein Pikachu war und das noch schlechter dagegen war. Und ich einfach random Pokémon gefangen habe und gehofft habe, in der Masse wird es besser. Aber Spoiler, wird es nicht. Gibt es irgendwelche geholten Pokémon? Ich könnte ein rotes Garados fangen. Oh. So. Hallo? Gibt es hier Enturon? Hier gibt es gar keine Pokémon. Okay. Muss ich denn zum Mondberg? Wo ist das Hauptquartier? Nein. Nein, Quatsch. Ich muss da vorne. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss einfach hier hoch und dann oben durch die Unterführung nach Nord. Durch die. Nicht Unterführung. Es ist gar keine Unterführung. Es ist neben der Unterführung. Es ist der Durchgang, wo man sonst die Leute bestechen muss, mit was zu trinken. Oh, ich kann Dinge kaufen. Uah. Sollte ich jetzt viel kaufen? Werden die Preise noch höher im Laufe des Spiels? Muss ich gleich irgendwie weinen, weil ich mein ganzes Geld für irgendwas ausgegeben habe? Guckt euch die Preise an. Okay, Fluchtzeit ist teuer. Nee, die hier sind normal. Aber die da oben, waren die billiger als sonst? Da habe ich nur so viel Geld, dass ich verwirrt bin. Wahrscheinlich habe ich nur so viel Geld, dass ich davon verwirrt bin. Der Reichtum blendet mich. Okay, nee, ich will nichts mehr kaufen. Ich bin irritiert davon, dass ich so viel Geld habe. Das war wahrscheinlich mein Startkapital und mehr gibt's nicht. Okay, wir gehen dann mal weiter. Ah, hallo. Okay, ein Rocket, der von meinen Pokémon ausgenockt wird. Auch sehr freundlich eigentlich. Er hat immer noch sein Smetbo dabei, aber es ist schwächer als sonst. Oha. Wolltest du mein Pokémon vergiften? Ja. Nein, falsches Pokémon. Komm her. Kanto ist wirklich nicht freundlich. Ich weiß schon, was sie gemeint haben. Fantastisch. Zubat schläft. Zubat, du bist die einzige Möglichkeit, dieses Smetbo zu besiegen. Bitte. Bitte, Zubat. Na, wenigstens kann es mich mit seinen Sporen nicht treffen. Ja, dumm gelaufen. Guten Morgen. Ja. Giftpuder kannst du immer wieder einsetzen. Das ist voll okay. Oh, das gibt jetzt richtig XP. Richtig krass XP. Oh. Oder auch nicht. Ja, du hast verloren. Wir gehen mal weiter. Was für ein Witz ist das? Nur die Elite der Region darf nach Sofronia City. Verschwinde, Rocket. Wenn du keinen Ärger kriegen haben willst. Fies, okay.
Mein Plan funktioniert doch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann besiegen wir hier noch Leute. Team Rocket benutzt nicht viele Käfer. Nee, eher Gift-Pokémon. Falls du dich uns anschließen willst. Aber es ist okay, wenn du dich uns anschließen willst. Du kriegst dann ein Zubat. Das sieht ein bisschen aus wie deine Käfer-Pokémon. Und früher, in früheren Generationen, hat es mal Blutsauger gelernt, was eine Giftattacke, eine Käferattacke ist. Also es ist im Prinzip ein Käfer-Pokémon ehrenhalber. Ah, ein Raupi. Guten Tag, Raupi. Auf Wiedersehen, Raupi. So. Ah. Hopplapp. Oh. Toll. So gute Pokémon. Ich hoffe, du bist stolz auf deinen ganzen guten Pokémon. Die sind so krass. Wenn du bei Team Rocket wärst, hättest du jetzt schon ein krasses Zuwart. Ich will es ja nur sagen. Machst du Witze? Nein. Nein. Ich weiß nicht mal, wo ist unser Hauptquartier? Hi. Ach du. Miri, entschuldige mich, dass ich schon weitergegangen bin als du. Aber ich wollte mein Ei ausschlüpfen lassen, so schnell wie möglich, nachdem Archer es uns gegeben hat. Dann konnte ich schon anfangen, es zu trainieren. Ich habe ganz vergessen, dich zu informieren, wo wir als nächstes hin müssen für unsere Mission. Es gibt verschiedene Dinge, die unsere eine Intervention brauchen. Währenddessen, was denkst du über die Leute in Kanto? Sieht so aus, als halten sie nicht so viel von uns, ha? Die Top 4 hat wohl angefangen, eine Diskreditierungskampagne gegen uns zu fahren. Kurz nachdem der Krieg passiert ist. Ich hatte etwas Zeit, seit ich gegen den Konsul verloren habe, um mein Pokémon-Team besser zu machen. Ich glaube, sie könnte mich jetzt nicht mehr besiegen. Wie auch immer, ich möchte gerne unseren Kampf nochmal wiederholen. Okay. Wie es ist, spoilert mich jetzt, was für ein Pokémon ich aus dem Ei kriege, wenn es jetzt ein Felino hat, ne? Andra. Da ist ein Tentacher. Das ist nicht gut, das ist ein Gift-Pokémon. Nein, es hat mich instant vergiftet. Ernsthaft? Ich sollte Hoppip in Sicherheit bringen. Okay, hier. Nimm die Ente! Ich wusste nicht, dass schon ein Rivalenkampf kommt. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Ente ist confused. Oh nein, das hat sich selbst geschlagen. Aber es ist immer verwirrt. Es sollte daran gewohnt sein. Nein. Okay, Zubat, du musst das retten. Außer dir kann das nämlich keiner retten. Du musst alle Pokémon, die kommen, besiegen. Okay, kriegst du das hin? Oh nein, ernsthaft? Oha. Okay, sehr gut. Sehr gut, das hätten wir schon mal besiegt. Hoppe, level up, sehr schön. Giftpuder, was hast du denn bisher? Okay. Ja, das können wir brauchen. Besser als die andere Attacke. Und wen haben wir als nächstes? Ein Zubat. Ich habe nichts Besseres gegen Zubat als Zubat. Mein Zubat ist immerhin ein Level höher. Sie versucht es wieder mit der Konfusstrahlmethode. Ah, oh, mein Zubat! Nein! Nein, mein Zubat, du verlierst! Du verlierst, mein Zubat. Warum hat sie Sinelbeeren? Ich glaube, das wird nichts. Habe ich so ein ganz schlechtes Gefühl. Aber ich muss auch schon wieder mein Team leveln. Was soll das denn? Wir sind auch gerade erst angekommen. Surfer. Weiß es nicht. Habe ich noch Pokémon übrig? Ja, tatsächlich. Den Kraken. Okay. Immerhin hat sie mich nicht gespoilert, welches Pokémon aus dem Ei geschlüpft ist. So, ich will das jetzt wissen. Vorlaufgeschwindigkeit. Oh, hier mal 8. Wie schnell sind wir dann? Ui, es ist sehr schnell. Okay, ich würde sagen, so brüte ich jetzt eben das Ei aus. Und wir gucken gleich, was es ist, oder? Ja, es ist soweit. Felino.
Was ist das? Oh. Ein Feuer-Pokémon. Ist okay, ich meine... Ist okay. Okay. Wir nennen es... nach Pixel. Das ist Pixel. Pixel. So, sehr schön. Gut. Damit habe ich neues Team-Pokémon. Ich werde jetzt wieder ein bisschen leveln gehen zwischen den Folgen. Und... okay. Wild. Gut. Random das Wesen, aber nun. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Und Mirio.